So, dann kommen wir zur zweiten Grundaufgabe der Statik, die grafische Ermittlung einer resultierenden im zentralen Kräftesystem. Das ist also ein grafisches Verfahren. Wenn Sie ein grafisches Verfahren wählen, dann müssen Sie also auch maßstabsgetreu zeichnen. Es reicht nicht mehr einfach eine Skizze aus, sondern Sie müssen einen richtigen Lageplan anfertigen, indem Sie die gegebenen Kräfte hier alle auftragen. Wir haben den Maßstab 1 kN pro Zentimeter gewählt und damit ist die Kraft F1 4 cm lang, die Kraft F2 3 und die Kraft F3 2,5 cm lang. Achtung, die Winkel müssen immer von der positiven X-Achse aufgetragen werden. Sie sehen es hier auch eingezeichnet. Wie arbeitet man nun diese zweite Grundaufgabe ab? Ist relativ einfach. Sie brauchen einen Kräfteplan. In diesem Kräfteplan wählen Sie einen Punkt, den bezeichnen wir als Anfangspunkt. Und von diesem Punkt ausgehend können Sie nun die Kräfte aus dem Lageplan parallel verschieben und in den Kräfteplan so übernehmen. So. Und die F3 auch noch parallel verschoben hierher. Bei mir geht es einfacher am PC. Und Sie erhalten dann, wenn Sie die drei Kräfte F1, F2 und F3 aneinandergereiht haben, einen Endpunkt. Dieser Endpunkt liegt nicht dort, wo der Anfangspunkt war. Daher ist das Kraftdeck nicht geschlossen und es gibt also jetzt eine resultierende Kraft, die von A nach E führt, also vom Anfangspunkt zum Endpunkt führt. Das wäre unsere F resultierend. Vielleicht noch eine Bemerkung zur F resultierend. Diese F resultierend ersetzt quasi diesen Kräftezug und dieser Kräftezug kann jetzt gesehen werden als ein anderer Weg zur Erreichung des Punktes E. Das heißt, wir könnten jetzt mit der F resultierenden gleich hier auf dem direkten Weg hingehen. Wenn Sie den Winkel Alpha resultierend wissen wollen, dann brauchen Sie ihn eigentlich nur hier abzulesen. Das heißt, wenn wir jetzt diese F resultierend abmessen, dann sind das bei mir 3 cm und wir multiplizieren mit dem Maßstab der Kräfte Kilonewton pro Zentimeter und die Zentimeter kürzen wir raus und wir haben damit 3 Kilonewton. Und den Alpha Res, den brauchen Sie einfach nur abmessen. Das wäre in unserem Fall jetzt hier 78 Grad. Das war's auch schon wieder. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.